Thema Sicherheit in ICS-Anlagen oder Sicherheit in industriellen Anlagen kurz referieren und darf Sie alle beruhigen, es wird kein allzu technischer Vortrag werden, beziehungsweise all jene Teile dieses Vortrags, die sehr technisch sind, werden anschließend nicht abgefragt. Sie können also beruhigt sein, es kann jeder etwas aus dem Vortrag mitnehmen. Vorkenntnisse sind nicht zwingend notwendig. Bevor ich starte mit dem Vortrag, möchte ich noch kurz etwas über eine Challenge oder ein Programm präsentieren, das die Cyber Security Austria durchführt, um junge Talente, Schüler und Studenten zu fördern und zu finden, die im Bereich Cyber Security, also Computersicherheit, begabt sind. Und die Besten der Besten werden dann in einem Wettkampf gegenübergestellt. Jobperspektiven in staatlichen Behörden als auch anderen Instituten gibt es die Möglichkeit, auch Sachpreise zu gewinnen, natürlich, selbstverständlich. Und halt in Kamingesprächen mit führenden Persönlichkeiten aus dem Bereich der Informationssicherheit von Österreich, aber auch anderen Ländern in Kontakt zu kommen. Wenn wir uns das Thema ICS Security ansehen, dann möchte ich kurz auf das Thema Automatisierung im Generellen ein paar Minuten aufwenden. Wir haben hier quasi die Pyramide, so wie es in einem Produktionsbetrieb aussehen kann. Wir haben auf unterster Ebene quasi in der Automatisierungstechnik die ganzen Feldbusse, Bussysteme, Sensoren und Steuerungsanlagen und darüber dann die Leittechnik, das quasi eigentlich ein Netz der Automatisierungstechnik, die für die Steuerung dieser Anlagen zuständig ist. Dann gibt es eben das Steuerungsnetzwerk hier, gefolgt vom Unternehmensnetzwerk mit den IT-Systemen. Der rot eingefärbte Bereich ist im Prinzip der IT zugehörig und behandelt prinzipiell Themen wie Firewalling, Virenschutz, Segmentierung von Netzwerken, Zugriffskontrollen und so weiter und so fort. Und der grüne Bereich ist eben das Automatisierungs- und Steuerungsnetzwerk und behandelt eher die Produktion an sich und ist eher ein kritischer Bereich, da ist eher die Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit im Vordergrund und nicht so sehr die Vertraulichkeit wie vielleicht in einem herkömmlichen IT-Netz. Wenn wir uns jetzt die Automatisierung generell ansehen, dann haben wir im Prinzip einen Bediener. Dieser Bediener hat ein Human-Machine-Interface, also eine Steuerungsanlage oder Steuerungsoberfläche vor sich, wo diverse Messwerte zu sehen sind,
Grenzwerte, ob die Qualität eingehalten wird, ob die Messbereiche oder die Daten, die erfasst werden, im richtigen Bereich liegen und kann entsprechend Steuerungen und Veränderungen im System vornehmen. Und dazu gibt es eben ein Bussystem, das dann über Steuerung angesprochen wird und als Aktor oder als Sensor reagiert, um somit dann einen physikalischen Prozess in die richtige Richtung zu lenken. Das ist im Prinzip grundlegende Automatisierung. Es gibt auch einige Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel SPS, speicherprogrammierbare Steuerung, oder eben Human Machine Interface, oder eben ICS, Industrial Control System, was halt der Überbegriff für das heutige Thema darstellen soll. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Also wir können sagen, am Anfang war es relativ manuell, recht viel Automatisierung war nicht vorhanden. Irgendwann hat man dann begonnen, das Ganze langsam mit einem Automaten Richtung Fließbandfertigung zu bringen. Der Automat wurde dann immer intelligenter, aber es hat dann noch Nachbereitungen benötigt, die manuell durchgeführt wurden. Und in der finalen Ausbaustufe hatten wir dann quasi eine vollautomatische Fertigungsstrecke. Und heute haben wir mit Industrie 4.0 ein Paradigma, wo quasi die Fertigung beinahe vollständig automatisierbar wird. Doch warum geht es um das Thema ICS Security? Warum betrifft uns das alle? Das Problem ist, es gibt Leute, die haben bestimmte Fähigkeiten und die können von sich behaupten, schon mehrere Atomkraftwerke erfolgreich angegriffen zu haben. Diese Leute in diesem Fall arbeiten für das Atomkraftwerk, um Schwachstellen zu finden und diese in der Konzeption und in der Technik auszunutzen. Aber es gibt durchaus auch die Möglichkeit, dass eben Akteure nicht im Interesse des Staates oder des Atomkraftwerkes agieren und Tätigkeiten durchführen, die dann natürlich sehr wohl Auswirkungen auf Leib und Leben haben. Wenn man sich das Thema ansieht, dann kann man im Internet zahlreiche Quellen finden, sogenannte Open Source Intelligence Quellen, also frei verfügbare Quellen, die alles Mögliche enthalten können. Neben Standardpasswörtern, verwendeten Modellen, Arten der Fernwartung, Netzaufbaudiagramme, Standorte von Rechenzentren, kann man da zahlreiche Informationen finden, unter anderem auch Listen über Atomlager, Standorte von Atomkraftwerken, Standorte von Wiederaufbereitungsanlagen, Standorte von alle möglichen Intensiven. Und dieses Dokument ist mehrere hundert Seiten lang und beinhaltet zahlreiche Informationen über zahlreiche offen verfügbare Quellen. Zusätzlich zu diesen Tätigkeiten kann man natürlich auch Informationen über den herkömmlichen Weg sammeln, quasi indem man Spionage anwendet oder Human Intelligence, sprich man versucht direkt auf Menschen einzuwirken, diese zu manipulieren und zum Geheimnisverrat zu bewegen. In dem Fall, diesem Robin Sage Experiment, das zum Thema Social Engineering, also die bewusste Manipulation und Beeinflussung von Menschen geht, war das Zielpublikum aus dem US-amerikanischen Rüstungs- und Verteidigungsbereich. Also durchaus Leute, die mit Geheimnissen umzugehen wissen. Und die Robin Sage war sehr jung, attraktiv, Single, war Analystin im Nachrichtendienst und hat über diverse Plattformen, unter anderem Facebook, Kontakt mit meist männlichen Analysten oder Mitarbeitern oder leitenden Angestellten aus dem Rüstungsbereich Kontakt aufgenommen und hat dann zahlreiche Informationen in Erfahrung bringen können. Das Interessante daran war, wenn man sich das Alter ansieht und den Werdegang, dann passt es nicht zusammen. Wenn man sich weiters dann das Bild ansieht und mit Google danach sucht, wird man feststellen, dass das in irgendeiner Kartei ist, also einfach irgendein zufälliges Bild genommen wurde, und wenn man den Namen sich ansieht und einen militärischen Hintergrund hat, weiß man, dass das der Name einer Übung ist, wo es genau darum geht, durchzuhalten. Also alles in allem war das eine fingierte Tätigkeit, die halt ein
Sicherheitsforscher durchgeführt hat, um darauf hinzuweisen, dass selbst kritische Bereiche nicht davor gefeit sind, über diese Wege und Manipulationen Informationen einzuziehen. Über all das geht es heute nicht. Heute beschäftigen wir uns mit technischen Angriffsmöglichkeiten oder eher das Gegenteil, wie kann ich meine Industrieanlage oder wie sollte ich eine Industrieanlage möglichst gut absichern, welche Tipps und Möglichkeiten gibt es hier. Was wir hier sehen, ist eine Suchmaschine, die es ermöglicht, global nach verfügbaren Anlagen zu suchen. Und da geht es nicht nur um Industrieanlagen, da geht es auch um Webcams, Online-Shops, Home-Automation-Systeme, Solaranlagen. Alles, was eine IP-Adresse hat und unsicher im Netz hängt, kann damit gefunden werden. Das heißt, diese Suchmaschine sucht einfach quer durch das Internet, sammelt diese Informationen und macht sie, stellt sie online zur Verfügung. Man kann hier dann nach Region suchen und halt nach dem Hersteller beispielsweise. Und all diese Systeme, die hier gelistet sind, in Summe 66, nur in den USA sind 66, Entschuldigung, sind sehr wahrscheinlich Steuerungssysteme. Und diese Information, wenn man die hat, dann kann man versuchen, mit Standardpasswortlisten aus besagten Quellen diese Systeme anzugreifen. Das macht es unsicher. Wenn das Tool sucht nach Hosts, die eine IP-Adresse am Voraus nicht sichtbar sind, und was bedeutet das unsicher? In diesem Kontext per se sind die Systeme nicht unsicher, die jetzt dort hängen, aber möglicherweise sollten sie nicht über das Internet in dieser Form erreichbar sein. Das heißt, was wir hier haben, ist eine Auflistung, und wenn man sich zu diesem System verbindet, bekommt man die Information, dass es sich um einen Adapter für die Automatisierung handelt. Mit Versionsinformationen, die als Rückschluss darauf ermöglichen, um welche Schwachstellen beispielsweise in diesen Applikationen vorhanden sind oder so. Das bedeutet per se noch nicht, dass die zum Beispiel über keine Zugangsbeschränkungen haben. Generell ist es schlechte Praxis, solche Systeme einfach ins Internet zu hängen. Das ist einfach nur Fingerprinting. Genau, das ist ein Fingerprinting. Im Prinzip ist das Problem, dass man nicht immer findet. Das ist das Hauptproblem, weil man hat hier die IP-Adresse im Netzwerk, man sucht es nicht. Das ist dann die Suche, der Florian skizziert. Wenn man so gleich sucht, man dann nochmal für die IP-Adresse, wenn man wo ist, dann hört das Netzwerk rechts, und das ganze Netzwerk durch, dann kann man das Spiel gleich an. Das ist dann eine Eingriffskarte, das ist ja auch für andere Systeme. Dann nächstes Scan, das E-Mail scannen, dann was. Das Ding weiß, dass ja auch sehr geschwätzig und sagt, wer sind das? Ja. Manchmal wird er aufhören und sagt, hallo, wer ist da? Und ich sage dann gleich vollen Namen, Geburtsdatum, den Namen meiner Frau, wie viele Kinder ich habe, wenn man Schuhe nicht so richtig sieht. Ja, genau. Das heißt, mit anderen Worten, trotz der Erkenntnis, dass es solche Suchmaschinen gibt, Unternehmen die Firma nichts eingeben. Das würde ich so nicht behaupten. Es ist halt immer eine. Ist das bewusst so, dass ich vielleicht sage, ich baue dort irgendwo eine virtuelle Fabrik auf und hänge da irgendwas rein und schau mal, wer kommt da zu mir und den verfolge ich dann. Guter Punkt. Wenn man sich ansieht, wem diese Netze zugeordnet sind, dann merkt man, dass das dreimal Universitäten sind. Mhm. Was den Rückschluss nahelegt, dass es sich hierbei nicht um tatsächliche Industrieanlagen handelt, sondern um sogenannte Honeypots, die darauf ausgelegt sind, automatische Programme oder auch manuelle Angreifer anzulocken, um dann deren Vorgehensweise analysieren zu können. Und als Endergebnis sollen dann entsprechend Schutzmöglichkeiten entwickelt werden, um solche Angriffe zukünftig verhindern zu können. Aber es ist schon so, dass man unendlich viele Webcams zum Beispiel frei im Internet findet, weil die Leute das einfach aus der Verpackung nehmen, anschließen und fertig. Ja, es funktioniert also perfekt und es muss sicher sein. Ne? 2012 haben wir ein Beispiel sehen müssen. Das war recht lustig, das war auch Birmingham war, im Süden von Lund. Da hat der Decke eine Full-HD-Kamera gehabt und hat die Fasca-Markasse gefilmt gemacht. Unabsichtlich. Das Bier, was mit Fasca-Marke gezählt hat, das war aber an der Suchmaschine, sagen wir im Suchbegriff Axis, Counter.at zu finden. Sehr viel.
Ich habe mal vor kurzem geschaut, es werden immer mehr Sozialisten, da bringt wieder mehr Muskelversicherung. Das geht wieder rum. Also eine Hilfe hat unser Forschungssprecher Kessel von seinem Ausgeben, zum Beispiel das Sterben sein bei uns, das Spiel für Einskraft, der hat die Unterversammlung. Dann war er eine ziemliche eine Phase, wo es wieder geschlossen worden ist. Heute kommt wieder an, dass wir das aufmachen. Das ist so. Ja, man muss schon sagen, nur die Tatsache alleine, dass ein System im Netz verfügbar ist und vielleicht nicht mal Sicherungskontrollen vorhanden sind oder nur rudimentäre, bedeutet nicht, dass das System morgen angegriffen wird. Es kann angegriffen werden. Die Resistenz gegenüber Angriff ist vielleicht nicht so hoch wie bei anderen Systemen. Das muss aber nicht passieren. Und das ist halt die Einschätzung des Risikos und man muss halt bei jedem Unternehmen überlegen, ob die Sicherheit mein Kernprodukt ist oder halt die Erschaffung von Gütern und die Wertschöpfung. Und damit muss man halt mit den Ressourcen, die man zur Verfügung hat und mit dem Know-how, das man zur Verfügung hat, wirtschaften können. Ein einfaches Beispiel aus dem Alltag gegriffen, wo uns Sicherheit auch berühren kann, aber oftmals vergessen wird, ist bei Internet-Hotspots beispielsweise. Es gibt da einen Hotspot, der in diesem Raum aufgesetzt ist. Sollte sich jemand verbinden möchten, das Passwort stimmt, aber dieser Hotspot wird aufgezeichnet. Weise darauf hin, sollte sich jemand verbinden, könnten Teile dieses Datenverkehrs anschließend sichtbar werden. Kann ich mich melden, dass ich... Gerne. Okay. Das heißt, hier haben wir... Der Vorgang ist jetzt live darstellen, dass man sieht, das System ist mein, so hat das Ende, das ist, ich gebe ihm die Erlaubnis, dass er meinen Netzwerk hinstellen darf. Ich habe immer so ein schlechtes Gefühl, muss ich auch sagen. Aber er gibt es dann sicher weg, die Daten. Natürlich. Das heißt, ich bin jetzt ein nächstes Punkt verbunden. Und jetzt wird unser Programm zeigen, wo man hausnahmen Netzwerk-Traffic glitschen, aufschreiben kann. Das ist eigentlich ein Werkzeug für die Lehrer eigentlich, den Netzwerk-Technik gehört. Das Wichtigste ist der Reiherschlag. Habe ich noch gegangen? Fragen. Geh doch mal auf eine Webseite. Ja, okay. Ich habe doch die Einladung bekommen vom Clubcomputer. Ich werde jetzt da drauf gucken und Florian kennt mir schon, ich glaube das nicht, das ist immer echt noch. Erst ich war meine Username Florian rein und nach Dame vorne bitte ich ganz ein strenges Passwort zu nehmen. Ganz ein strenges ist es nicht. Ich prüfe auf so einem Netzwerk. Ein strenges. Das ist das, was ich verkehrt habe. Wir müssen jetzt drin. Große Passwortlisten durchgehen. Ja. 250 Zeichen. Ah. Am besten die Bankomatkarten tun oder so. Ja, das ist Standardpasswort, okay. Das sind wir drin. Das kommt jetzt im Klartext drüber, oder? Ja, das ist das. Ja, super. Ja, wir müssen da was bringen, auch ich glaube. Ja, jetzt. Haben wir ein Passwort? Ja. Ja, ich suche noch. Es ist mir jetzt nur so ein Anmelden wir den Druck nicht. Aber es ist, wird ganz klar kommen. Okay. So. Mein User kann einfach auch, wer ist vorbei? Was ist das? Ich habe da noch eine normale Anmeldung ohne Passwort. Das ging ganz. Das geht ja nicht. Bist du im WLAN drin? Ja, ich schicke mir das weg. Fehler. Das ist das Step. Nee, warte. Ich benutze Application. Ja, das ist alles weg. Ich starte nochmal. Nochmal. Es war so schwierig zum Erlauben, dass wir nicht. England. Ja, Spaß. Der Rechner müsste ich mir aus. Du bist es wirklich schwach. Ah ja, gut. Cool.
das ist passiert, weil die Datenverbindung ja in dem Fall leider nicht verschlüsselt stattfindet. Wenn ich jetzt beispielsweise eine App starte, ich mache es mal kurz weg, dann sieht man da sehr viele Verbindungen und man sieht da immer so TLS V1, also im Prinzip verschlüsselter Datenverkehr. Und das bedeutet in der Regel für den Angreifer schlechtere Karten. Weil von Haus aus der Datenverkehr nicht im Klartext vorliegt. Das bedeutet aber nicht, dass der Angreifer keine Möglichkeit hat, diesen Datenverkehr sichtbar zu machen. Weil veraltete Systeme im Einsatz sind, die die aktuellen Anforderungen an sichere Kryptographie nicht mehr erfüllen. Oder weil beispielsweise Einstellungen verwendet werden, die es ermöglichen, diese Kryptographie zu brechen. Oder weil andere Schwachstellen vorhanden sind, die es gar nicht notwendig machen, diese Kryptographie brechen zu wollen. Beispielsweise weil dieser Benutzer Schadsoftware installiert hat, irgendwelche Viren installiert hat oder dergleichen. Das heißt, long story short, es gibt sehr viele Möglichkeiten, die man bedenken muss, wenn man ein System absichern möchte. Und Verschlüsselung ist nur ein Teil davon. Aber ein Angreifer braucht nur eine einzige Möglichkeit wissen, um ein System kompromittieren zu können. Das heißt, ein Angreifer hat immer einen gewissen Vorteil. Also hier in dem Fall, typisches Beispiel, HTTP, kein HTTPS, also keine Verschlüsselung, wird eingesetzt. Und wie gesagt, selbst wenn die Verschlüsselung eingesetzt wird, heißt es nicht, dass die Verbindung tatsächlich sicher ist. Das ist für die Group-Kollegen vielleicht kommen wir nicht so bekannt, dass die HTTPS. Ich habe sie leider nicht verstanden. Das Problem ist, dass der Zugang zum Beispiel zum Portal, zu der WordPress, Geschichte eigentlich, wenn man so einen unsicheren Rezeptweg mitgeschickt werden kann. Ja. Das ist nur so ein. Okay, ja. Dass das gibt, das sollte man hätte oder was. Ja, wäre das schon. Und das Problem ist, solche Zugriffsversuche finden ja nicht nur jetzt auf normale Portale statt, sondern vielleicht auch Fernwartungszugriffe auf irgendwelche Industriesysteme oder auf Firmennetze vom Flughafen, vom Zug. Von Universitäten oder der kleinen Stadt. Was ist das Problem jetzt? Ich kann mein eigenes Auto drinnen und mit einer eigenen Firmware aufstellen. Ja. Und die Telefone schauen dann, was das letzte SSID-Signal verbinden sich dorthin. Genau, das gibt es out of the box, ist easy. Fertig. Ja, gibt es auch im Internet. Genau. Also man kann es relativ einfach haben. Ja? Und man muss gar nicht so weit gehen, um Industrieanlagen angreifen zu können, reicht es, sich einen Blaumann anzuziehen, in das Gebäude reinzugehen. Und entsprechend das Gerät zu befestigen und aufzuschreiben, wichtige Messungen nicht ausstecken. Hat funktioniert, muss aber nicht funktionieren. Wie gesagt, der Fokus hier ist etwas anders gelagert. Oder ich habe einen Rechner, der ausschaut wie ein Netzteil. Genau, zum Beispiel. Oder ich bin eine ganz tolle Firma und habe eigentlich ein komplett getrenntes Netzwerk für die Industrie. Das ist so mal diskutiert, das ist zwar sinnvoll, aber wenn es ist. Mit sich nicht gemacht worden, wenn es nicht bekommen oder so ist. Also da braucht man, da ist sicher, das ist ja unsicher. Man muss auch, wenn man es wegsperrt, aber schon, dass man reinkommt. Ja, also ich weiß da zum Beispiel von einer Firma, die hat produziert in Österreich, und die haben ein Netzwerk gehabt, das Problem dort war eigentlich dann, die haben einen Virus jetzt einmal gehabt. Dann hat der Servicetechniker, der die Industrieroboter gewartet hat und gefragt hat. Seitdem gibt es aber dort natürlich einmal. Ist der von einer Runde machen? Wieder? Das soll dann mal so in der Branche an einen Rechner geben, der das Roboter gewartet hat. Wir haben sie das gerade mitgehabt, oder dass der den Namen Jürgenscheider hat. Also, das ist sowieso nicht sagen. Die haben schon insofern einen Bericht bekommen, dass sie sagen, jeder, der da hinkommt, muss mal auf sein Notebook mit den Erwartungen machen und der Rechner eine Policy unterwerfen und in seine Maschine wird gecheckt, ob der Leben drauf hat und ansonsten
Und dann werden wir dann auch so nein. Das war auch lustig, weil wir in Österreich, dass wir so gut getroffen haben, und wir konnten sie nicht besser machen. Aber ansonsten, das Netzwerk war zwar ein altes, aber da waren wir ja wirklich frei für einen keine Verbindung zum Internet. Keine USB-Stecker? Ja. Keine USB-Stecker. Ich frage mich, ob du deinen speziellen USB-Stecker hast. Eine Pistole zu bieten. Ja, es gibt vielleicht nur USB-Stecker zu so speziellen Reisen. Gibt es noch mehr? Ich würde eigentlich kein USB-Stecker auf einen Handy nehmen. Die gibt es in allen Farben und Formen. Und ich stecke jetzt einfach mal an und dann. Beziehe ich den Bildschirm vorher noch, damit wir alles gleich sehen. Das war jetzt der Stick, der hat sich als Tastatur und Maus ausgegeben und entsprechend Tätigkeiten durchgeführt, ein Programm im Hintergrund gestartet und Hello World reingeschrieben. Und dieser Stick kann natürlich dann auch andere Tätigkeiten durchführen. Wer hat denn den Stick böse gemacht? Der ist noch gar nicht böse. Noch macht er nun Hello World. Im Prinzip. Ja, aber er macht das, was er eigentlich als normaler USB-Stick damit sollte. Sich als Maus oder Tastatur ausgeben. Das ist richtig, ja. Also in diesem Fall befinden sich hier drin zwei Chips, also ein Speicherchip und ein Mikrocontroller, der programmiert werden kann, mit einer einfachen Syntax. Und der es ermöglicht, vorgefertigte Payloads, also Ladungen, Programmcode draufzuspielen. Also durchaus möglich, dass man dann den Stick so präpariert, dass ein Administrator-Account mit dem Standardpasswort angelegt wird, sobald man dann ansteckt. Gesetzt im Falle, dass der Benutzer, wo das angesteckt wird, über die entsprechende Berechtigung verfügt. Ja, das ist halt die Grundvoraussetzung. Es müsste auch möglich sein, mit Maus und Tastatur diesen dasselbe zu tun. Eigentlich müsste man dann erwähnen und sagen, das Verbinden von neuen Mäusen und Tastaturen müsste Administrator benötigt werden. Natürlich muss. Mit bereits vorhandenen Mäusen dazu. Also es muss auch die Dockingstation theoretisch geprüft werden, es muss auch das Headset von dem Manager geprüft werden, es muss auch das Telefon geprüft werden, weil die Frage ist halt, in welcher Branche bewege ich mich und welchem Risiko bin ich ausgesetzt? Und welche Motivation hätte ein Angreifer, wenn er das macht? Ja? Das ist immer die Frage. Ich wollte eine Frage klären, aber bei Windows 7 ist Windows 7 ist auch voll erschienen, oder? Also, wer gibt aus der Sekunde an? Wer gibt aus der Sekunde an? Ich muss mich hier zu euch setzen, weil ich verstehe. Ja, die Sekunde, ja, das muss ich mal probieren, dass ich mir kurz einmischen kann, wenn ich das mache. Windows nutzt alle, oder? Linux, Mac? Linux. Linux, Windows User. Wer hat noch XP? XP, Windows XP? Naja, das ist ein Thema. Windows 7? Auf zwei Maschinen, aber die haben wir nicht. Eine Maschine Windows 7. Okay. Eine Maschine Windows 8.1. Ja, der Notebook? Alle, oder? Meist, ne? Und alle ist Windows 10. Wer verschlüsselt? Niemand. Durchgefallen. Alle. Außer, okay. Wenn man das Notebook schulden wird, Notebook kostet Geld, aber wenn es unverschlüsselt ist, ist es niemand. Festplatzverschlüsselung. Ja, wir haben normalerweise einen Stick mit. Ein Bootstick, der ist Combot, da ist ein Lock, das ansteckt und man fährt dann ein Windows-PC ohne so bis Windows 7 Lock ganz gut. Ja, das ist ja total böse. Nein, das ist normal, das kann man wieder abnaschen. Das ist nichts Neues. Wichtig ist halt, seine Anlagen sollte man so entwerfen, dass das reine Wissen aus YouTube-Videos und sage mal, eine HTL-Basisausbildung nicht ausreichend genug sind, um Schaden anrichten zu können. Wichtig ist, dass wir beim Schutz von Industrieanlagen auf die einfache Bauweise Rücksicht nehmen, weil die Grundvoraussetzung einer Industrieanlage ist, dass sie produziert, aber die Kernaufgabe, und sie sollte daher nicht ausfallen. Wenn wir die Komponenten, die verbaut werden und auch die
Architektur möglichst einfach und nicht komplex halten, dann ist dieses Ziel einfacher zu erreichen. Das Gleiche ist, wenn ich eine Anlage habe, die sehr komplex ist, dann tue ich mich mit der Entstörung entsprechend schwerer. Und ich brauche auch entsprechendes Personal, das die ganzen Technologien und Anwendungen und Produkte, die eingesetzt werden, auch entsprechend beherrscht. Wenn wir uns jetzt das anschauen, aus dem Bereich der IT-Security und aus dem Bereich der Anlagen-Security, dann haben wir das Problem, dass man durchaus Ansätze aus der einen Welt in die andere anwenden kann und vice versa, aber vielleicht gibt es bei der Betriebsführung hin und wieder mal ein Problem. Also es könnte funktionieren, muss aber nicht. Beispiel, wenn ich jetzt in der Office-IT meine ganzen Desktops habe und ich sage, ich installiere da immer die neuesten Updates, weil mir ist es lieber aus Unternehmenssicht, wenn diese Notebooks am aktuellen Stand sind und vielleicht einmal nicht die E-Mail checken können für eine halbe Stunde und ich kann dann wieder entsprechend zurückfahren, als dass sie nicht am aktuellsten Stand sind und eventuell in ein Problem laufen. Wenn ich das Gleiche in einer Produktionsumgebung mache, ohne vorher ausreichend zu testen und dann noch dazu alles auf einmal hochziehe auf die neueste Version, könnte ich mir mehr Probleme einfangen als Nutzen. Und da ist in diesem Fall immer eine Abwägung zu treffen, was ist denn wichtiger an der Szenenfokus. Das Wichtige ist, dass wenn ich Anlagensicherheit betreibe, dass ich dann auch Know-how einfließen lasse aus eben jenen Leuten, die Anlagen betreiben. Und da kannst du aus deiner praktischen Erfahrung sicherlich noch mehr dazu erzählen, wie das bei euch abläuft. Das Problem ist eigentlich, die zwei Welten sind ja komplett konträr. Das heißt, der Anlagentechniker, der hat Ahnung von Elektrotechnik, von Funktionstechnik, und der ITler hat Ahnung von IT. Da gibt es nur einen, der was der Anlage bezahlt, der Produktionstechniker, der Produktionsmensch hat Ahnung von Produktion. Terminen. Ja, das heißt, der gibt das Geld her, der sagt, ich möchte produzieren. Das sind eigentlich drei Parteien, das ist eigentlich prinzipiell, bei dem man nicht verstehen. Das heißt, jetzt müssen wir mal alle drei ins Boot holen und dann vernünftig diskutieren. Das erste große Problem ist eigentlich, sie verstehen ganz nicht. Das heißt, die Sprache der ITler ist die Sprache der Funktionstechniker. Obwohl sie beide IT machen, und einer macht den anderen HRT, aber er macht Office IT mit C-Reiskript, damit der betreut Server. Das heißt, vielleicht sogar die gleiche Ausbildung, vielleicht sogar die gleiche hat den Rennweg besucht, der eine kommt ja zufälligerweise in die Visionstechnik rein, der andere kommt zu den IT wahrscheinlich. Und nach 10 Jahren sind verschiedene Menschen, die werden verstehen. Das heißt, wenn heute zum Beispiel der Bier-Server oder Server ist, können wir 2 Stunden diskutieren, was mit der Server ist. Also da wird es immer noch mal Problem geben. Und es gibt dazu Kleinigkeiten, die wollen das verhindern. Und in den 2000er Jahren ist in sehr vielen Unternehmen passiert, man hat die 10 IT-Abteilungen, 10 IT-Abteilungen eingeführt, hat IT-Abteilungen zusammengefasst. Wenn man mal klassische IT versteht, dass der IT geht immer vom Rechenzentrum, das Backpoint zum Desktop und das ist immer ein Weg so hin und her. Aber Automatisierungstechnik ist sehr wichtig, ist der Sensor mit der SPS, spricht und mit der Akta mit der SPS, die sind immer dort in die Kommunikation der Quer. Jetzt kommen zwei so Leute zusammen, die was komplett unterschiedlich sind. Ich kann es so erklären, machen Sie mal 40 Büros Fotos. Und machen Sie 40 Industrieländern Fotos. Und dann schauen Sie, ob Sie Gemeinsamkeiten bei Industrieländern finden oder bei Büroarbeitsplätzen. Wahrscheinlich bei 10 Büroarbeitsplätzen kann ich sagen, fast alle gleich. Über Telefon, über einen Bildschirm, über eine Uhr, ein Haus, ein Locker, ein Aktenvernichter. Das kann eigentlich das super moderne Bürodesign. Bei Industrieländern tun wir schwer. Der Ölförderanlage ist nicht ganz gleich wie der bei uns zum Beispiel Roboter noch zum Schwarzen zum Beispiel. Das ist etwas Konträres. Oder der Runde schwarzt anders wie der Wölser. Der andere schwarzt noch anders. Das heißt, in der Industrieanlage kann man sagen, dass jede ein Unikat ist. Und auch jetzt Kraftwerk ist nicht gleich. Das Kraftwerk unterscheiden sie. Und das ist die Schwierigkeit, jetzt kommt man mit dem Verbindung her, was der Office hier und wie wir durchstehen. Und jetzt gibt es halt ganz, ganz wenig Leute in der Branche, die haben erkannt, das ist nicht recht gescheit, wenn man sagt, mal, geht mit so einem Diskriminativ drüber und macht eine Security drüber. Weil was ist passiert? Wir haben sehr große, früher sehr große Firewalls gekauft und die Office-Welt hat eine Automatisierung
brennt, das heißt plötzlich abgeschottet, nur hat das auch nicht funktioniert. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein gutes Beispiel, Sie kaufen sich eine CNC-Maschine im Jahr 2015, aus dem Betriebssystem haben wir drauf. Windows. Das ist einmal gut, ja. Und was für Version? Wo ist jetzt denn so neu? Ja, ich habe gerade einen Klicker. So neu? Das ist aber zu neu. Wir sind im Zug. Doch, das ist schon ein Reichsweg machen. Das ist aber auch noch dran. Oh. Das ist ein Teil. Und so modern noch nicht. Das heißt, es gibt einfach die Fehler. Ja, aber so, am Ende ist, wenn da keine Container drauf oder so etwas im Matic drauf. Nein, da gibt es ein paar hunderte. Und es rennt das Betriebssystem NT4 drauf. Und da sind wir jetzt in den Jahren dahinter. Jetzt haben Sie zum Beispiel die Aufgabe, haben wir Sicherheitsberater da, Sie müssen sie ins Netzwerk einhängen. Sie müssen. Der Produktionsfonds sagt, ich möchte produzieren. Der Produktionstechniker sagt, wenn die das Netzwerk reinhängen, fällt die Maschine zusammen. Der Produktionsmensch möchte produzieren, dann möchte Daten austauschen. Der Peter sagt, das kommt mir ins Netzwerk. Und Sie haben einen Akkupat wiederum, Version 6. Und dann kommt die Forderung, Sie wollen auf der Maschine PDFs machen. Das heißt, dann kann man sich ziemlich viel Hilfe einstecken, damit man das Ding betreiben kann. Und es funktioniert auch, dass man sicher betreiben kann, nur wenn die klassischen IT-Grundsätze wirklich funktionieren. Virenscanner funktioniert. Was können wir machen? Updaten? Geht nicht, weil. Ja, das ist eine Maschine. Das ist ja, Treiber. Geht nicht. Was können wir machen? Alles zubicken? Alles zubicken, USB-Sticks zubicken? Hilft das? Nein. Policy, Akkumulationsweg nehmen, geht Maschine nehmen. Was haben wir für Möglichkeiten mit der Tür? Online-Job suchen. Weniger Stress. Oder zu einem guten Berater gehen, was die Branche versteht. Das heißt, was macht man dann zum Beispiel? Es gibt dann zwei Methoden, wo es nun gehen. Letztens, aber so immer gehen, ist die Mikrosegmentierung. Und ein spezielles Device davor, eine Industrie-Firewall, die ist genau designt, nur eine Maschine zum Schützen. Das ist ein Spray-Fabrik-Verfahren oder ein zweites System, das man funktioniert, ist Application Whitelist und Sandboxing. Das heißt, wir haben jetzt erklärt, was wir Möglichkeiten haben. Wenn man klassisch markiert, kennt man die Methoden schon, aber sie vergessen, es gibt. Und das ist nämlich die Ansätze der Automatisierungstechnik, sind auch, machen wir sehr beliebt an den Rechenzentren. Nur wissen wir, dass es nicht gibt. Aber wenn wir das gleiche Beispiel in der Office halt machen, über den SQL-Server, und machen einen Webserver drauf, und dort lässt der Server auch noch langsam bei der 2012 austauschen, ist das kein Thema. Dort würde man komplett anders rechnen. Ich würde mir den Unterschied sagen, CMC-Maschine kann ich mit tauschen, die bleibt so weit. Oder ein Webserver, zum Beispiel über einen Funken, würde ich den Server jetzt bei vorne mit identifizieren, im Internet, bei Shodan.co, die kann man hochziehen. Oder wenig aufwand. Das sind die Unterschiede. Und es gibt jetzt einen IT-Betreuer, die das Geschäft verstehen. Das ist nämlich ziemlich brennwort. Du bist mitten drinnen und es ist immer recht. Ich hoffe, es ist ein kleiner Thema. Dankeschön, Herbert. Also wie wir bereits festgestellt haben, gibt es eine Vielzahl an Herausforderungen im Bereich der Absicherung von Industrieanlagen. Und ein Thema ist zum Beispiel der Lebenszyklus und auch die Kosten dieses Lebenszykluses, die berücksichtigt werden müssen. Genauso wie eben das Personal und die Ausbildung. Beispielsweise kann es Anforderungen geben. Der Herr Klara, der ursprünglich auch diesen Vortrag mithalten würde, ist leider heute verhindert, aber er hat in seinem Unternehmen das jährlich mehrere Tonnen Güter und Personen transportiert per Österreich. Der hat die Anforderung, dass in seine Unterwerke nur ausgebildete Elektrotechniker rein dürfen, die zusätzlich auch über dieses Anlagen-Know-how verfügen und halt auch noch wissen, wie man die Systeme, also die IT-Systeme, die dort Anwendung finden, wie Switches und Netzwerkkomponenten richtig konfiguriert. Das heißt, man braucht eigentlich schon einen Experten, der aus beiden Welten kommt und beide Welten auch sicher beherrscht. Auch das Thema Herstellervielfalt oder Vendor-Login ist hier relevant, um sicherstellen zu können, dass man auch, wenn der Hersteller, beispielsweise Microsoft, auf die Idee kommt, sein Windows XP nicht mehr zu unterstützen, muss man sich halt die Frage stellen, wie viel Geld möchte man denn dafür investieren, um dennoch noch Unterstützung und Sicherheitsupdates zu erhalten. Das kostet inzwischen eine Menge Geld. Manche Unternehmen können das leisten, andere
sicherlich nicht, oder möchten sich das nicht leisten. Anderes Thema ist der Fernberatung, nachdem ja Kosten eingespart werden, Personal eingespart wird, ist es natürlich komfortabel, alles in einer Leitzentrale verwalten zu können und nicht mehr vor Ort einzelne Wachen zu haben, die für die Kontrolle der Messwerte und Steuerung zuständig sind, sondern halt eines am zentralen Standort. Das gleiche gilt auch für die Hersteller diverser Softwarelösungen, die möchten auch oftmals Fernwartung haben. Und das Thema Redundanz sollte bereits bei der Planung berücksichtigt werden und nicht erst dann den Auffällt, dass sie nicht mehr vorhanden ist. Es gab vor einiger Zeit einige Hochwassersituationen in Österreich und ich glaube, das war damals 2011, wo in Schwertberg das komplette Rechenzentrum abgesoffen ist und das hatte zur Folge, dass alle anderen Standorte nichts mehr ins Warenwirtschaftssystem und ERP-System melden konnten. Und die Steigerung ist zusammengesoffen. Das ist ein armes Zahnwerk. In der Millennium City ist das Rechenzentrum im untersten Keller, das ist genau der, der noch geflutet wird, wenn es Hochwasser gibt. Also, ein Schiff gewesen. Das war so vorgesehen. Ja, das war so vorgesehen. Und dann werden noch Haifische reingelassen, damit man die Daten schützt, damit sich keiner rausstiehlt. Keine Taucher. Und das gleiche ist auch das fehlende Monitoring. Was passiert, wenn ich durch diese Zugänge in das Netz jemanden reinlasse? Weiß ich dann überhaupt, was dieser Servicetechniker von der externen Firma in meinem Netz macht? Und habe ich überhaupt sichergestellt, dass die nette Netzwerkgrafik, die ich irgendwann im Jahre Schnee entwickelt habe und wo ich so schön die Firewalls eingezeichnet habe, ob das auch tatsächlich der Realität entspricht oder ist das leider nur in PowerPoint-Folien sicher und in der Realität gar nicht mehr so vorhanden, weil irgendwann bei einer Umstellung hat das Probleme gemacht, dann haben wir die Firewall abgedreht und seitdem ging es und man hat vergessen, es wieder zu korrigieren. Kann passieren. Das Thema mit dem Betriebssystem haben wir eben bei Windows XP aktuell ja auch, wo wir bereits verschiedene Lösungsmöglichkeiten erörtert haben. Das Thema Blacklisting und Whitelisting kann funktionieren, wenn das Betriebssystem diese Funktionalität hergibt. Ist das Betriebssystem derart veraltet, dass auch das nicht mehr geht, muss man sich Alternativen überlegen. Was man auf jeden Fall machen kann, wenn man sich eine andere Branche als zukünftiges Betätigungsfeld suchen möchte, ist, dass man es einfach so lässt und munter weiter vernetzt. Ja, das ist einfach ein schwieriges Thema. Und das Thema ist ja nicht nur das Betriebssystem, das Thema ist ja auch die Hardware. Was tue ich denn, wenn ich Komponenten habe, die auf einer Hardware-Plattform laufen, die es gar nicht mehr gibt, so zum Kaufen? Weil ich einfach keine Garantie habe, dass der Hersteller das in 10 Jahren noch liefert. Und das stelle ich mir spannend vor, wenn ich da etwas umstellen möchte. Oder wenn der Hardware defekt wird und ich habe dann leider nichts mehr im Lager. Ja, dann bin ich vielleicht vor der blöden Situation, wirklich migrieren zu müssen. Oder ich muss, wenn ich Glück habe, den Hersteller bitten, mir eine Lösung zu suchen. Denn auch die Hersteller, die diese Anlagen betreiben, haben ja nicht immer diese Entwicklungsumgebungen noch vorrätig und archiviert, die damals im Einsatz waren, um eben jenen Softwarestand oder ihre Lösung anzubieten. Das heißt, jene Maßnahmen, die wir aus der Office-Welt kennen, können wir nicht eins zu eins anwenden. Aber auch im Bereich der Automatisierungstechnik werden teilweise Protokolle eingesetzt oder Vorgehensweisen, die nicht unbedingt den optimalen Anforderungen entsprechen. Beispielsweise das Telnet-Protokoll übermittelt im Klartext, SSH macht das Ganze nicht. Aber auch hier wieder, also SSH ist verschlüsselt, aber auch hier wieder ist es sicher konfiguriert. Aber was passiert, wenn sich nicht doch jemand dazwischen hängt? Weil wenn die Verfügbarkeit im Vordergrund steht, dann möchte vielleicht diese Komponente, egal um welchen Preis, eine Verbindung zum Server herstellen und dann ist der Fingerprint vom Serverschlüssel nicht mehr relevant, beispielsweise. Also, was ich hier anbieten würde, dass man das einfach hält, ist eben, dass man die Benutzer- und Passwortverwaltung zentralisiert. Und dass man in einer externen Domäne dann, die rein für die Industrie zuständig ist, eben das mit Radius authentifiziert,
dass man ein Network-Management-System hat, wo halt auch jegliche Statusänderungen an Switches dokumentiert und erfasst werden. Das hat nicht nur den Vorteil, dass ich weiß, wenn irgendein Device flüchten geht, sondern vielleicht auch weiß und erfahre, wenn sich etwas oder jemand verbindet, der vorher noch nicht da war und nicht da sein sollte. Und mögliche Beispiele, wie man das machen kann, ist eben eine komplette externe Domäne. Das heißt, wenn die interne Domäne des Unternehmens nicht mehr vorhanden ist oder komplett ausfällt, hat das in erster Linie mal keine Auswirkung. Wenn ich nur eine Subdomäne mache, die auf der internen Domäne draufhängt oder integriert ist, habe ich eher weniger Vorteile. Wenn ich ein komplettes eigenes Netz mache, noch zusätzlich, hat das auch einen hohen Sicherheitsgewinn. Und wenn ich das Ganze noch mit einer externen Domäne kombiniere, habe ich, wenn ich es richtig mache, höhere Verfügbarkeit und auch organisatorisch eine Trennung oder die Möglichkeit dazu. Das ist ein Ansatz, wie man es machen kann. Ich muss es nicht so machen. Also das Wichtige ist, dass wenn man jetzt eine große Domain hat, wo alles drinnen ist, Produktion und Office, ist das nicht gerade ideal, weil wenn ein Problem im Office da ist, und da sage ich jetzt nur, irgendwer kommt auf die Idee, dass er von daheim einen WLAN-Router mitnimmt, weil er möchte auch mit seinem Handy jetzt über das Firmennetz das machen und hat aber irgendwie das falsch konfiguriert, steckt das falsch an und plötzlich haben wir einen zweiten DHCP-Server drin. Schau, das geht. Das ist dann nicht so gut für das Netzwerk, wenn ich das nicht abgefangen habe und wenn ich das erlaube. Andererseits, die Anforderungen, die ich habe oder den Aufwand, den ich habe, wenn ich sicherstelle, dass ich wirklich kein Device anstecken kann, muss ich halt auch vertreten können in meinem Unternehmen und das hängt dann immer von der Größe. Habe ich einen IT-Mitarbeiter oder zwei für die ganze Produktion? Oder habe ich 100 IT-Mitarbeiter für meine Produktion? Und nochmal 30 Security-Mitarbeiter, die sich nur um das kümmern. Je nach Unternehmen ist das ganz unterschiedlich. Und auch ein wichtiger Aspekt, der dann gar nicht drinnen ist, wenn ich das so umsetze, muss ich das ja auch irgendwie warten und dokumentieren. Weil wenn ich nur einen ITler habe oder zwei, die fahren auf Firmenausflug in einem Auto und es passiert ein Unfall, habe ich mein IT-Know-how genau, also ein SES-Know-how genauso. Aber wie ist in der Praxis? In der Praxis sagt der Chef, ich will diese Funktionalität haben. Und dann sagt der Dealer, tut mir leid, ich mache das nicht, ich muss mich um Security kümmern. Das kommt aufs Unternehmen drauf an. Wenn das Unternehmen das Glück hat, groß genug zu sein, dann kann man auch den Vorstand Regeln aufbürden. Und der Vorstand muss sich dann auch genauso darum handeln. Wer würde ihn denn die Regeln aufbürden? Die Öffentlichkeit zum Beispiel. Nein, nicht die Öffentlichkeit, aber wenn ich zum Beispiel jetzt ein Unternehmen habe, das soll jetzt einmal 100.000 Mitarbeiter in dem Bereich oder 40.000 Mitarbeiter und ich habe einen eigenen Ausschuss für Security, der auch Entscheidungsfähigkeit hat und entsprechend auch Autorität gegenüber dem Vorstand, kann ich das durchsetzen. Natürlich muss ich mich um Möglichkeiten kümmern, dem Vorstand gewisse Dinge trotzdem zu ermöglichen. Zum Beispiel bin ich in der Zivilversammlung. Das heißt, bei Sicherheitsvorfällen, die die Safety beeinflussen könnten, bin ich verbesserungsbefugt gegenüber dem Geschäftsführer. Das heißt, wenn zum Beispiel der Geschäftsführer verlangen würde, wenn ich jetzt in das Lernblock mit einem gewissen Roboter-System freien Sicherheit aushänge, müsste ich aus Compliance-Gründen theoretisch, müsste ich das Ganze in Compliance-Stellung melden, wenn es unsicher zwischen Unternehmen passiert. Ob ich dann einen Job habe, ist anders. Aber im Prinzip, die Kunden und Geschäftsführer wissen schon, wenn sie ja wissen, die Dummheit von früher machen. Das erinnert mich ein bisschen an die Compliance-Regeln aus dem Bankenbereich. Sie dürfen keine hohen Risiken eingehen, aber sie müssen viel Gewinn machen. Mhm. Ich meine, das widerspricht sich einfach. Obwohl die Produktionsfirmen, wenn das Briefenwunsch zur Zeit sind, sehr achtsam sind. Also, zur Zeit haben wir vor Gegenbewegungen wieder nicht ohne Risiken zum Eingehen. Zu Zeiten, also die schlimmsten Zeiten waren um 2005. 2006 hat man dann erkannt, dass es eine Probleme gemacht hat. Stark sind sehr geholfen. Dann sind sie nervös geworden, dann sind sie zu uns gekommen und mäßig gesagt. Ich sagte, wir haben keine Rangaufanlage, wir sind sicher. Wir sind nicht auf der Liste. Ja, wir sind nicht auf der Liste, wir waren sehr nervös, dann haben sie komplett freigegeben. Ja. Gut, dann gehen wir nochmal kurz weiter. Ja. Also das Wichtige ist, dass man sich halt
überlegt, ob man eine externe Domäne macht, weil das halt empfehlenswert ist. Auswirkungen wie also Schadsoftware, Fehler beim Ausrollen oder beim User-Management und auch klare Zuständigkeiten sowie bessere Segmentierung sind einfach mögliche Vorteile, die sich ergeben können. Das Problem ist, man hat einen erhöhten Aufwand bei der Verwaltung und Wartung dieser externen Domäne. Könnte beispielsweise so aussehen, man hat eben diese Domäne der Firma, ja, mit diversen Gateways für interne und externe Zugänge und dann nochmal eine eigene Infrastrukturdomäne, die vom eigentlichen Internet abgekoppelt ist. Das kann so weit gehen, dass das Team, das hier arbeitet, rein nur hier arbeitet und gar keine direkte Kommunikation mit der IT oder mit der Verwaltung hier vorhanden ist. So könnte das dann für eine Fernwirkanlage im Bereich eines Wasserkraftwerkes aussehen, dass man hier dann zum Beispiel den Fernwirkkopf hat mit den Nutzdaten in dieser Fernwirkdomäne mit einer eigenen Authentifizierung und Syslogin, wo man dann diverse Zonen hat, wo sich Lieferanten reinverbinden können, die aber für sich wiederum isoliert sind und nur auf die Systeme Zugriff haben zu den Zeiten, wo die Fernwartung stattfindet und zu den Zeiten, wo keine Fernwartung notwendig ist, wird die Verbindung gekappt. Und dann gibt es eine Managementleitung, die halt dann über eine Firewall wieder ins Leitstellen, in die Leitstellendomäne reingehen kann. Das kann so aussehen, muss aber nicht so aussehen. Hier haben wir noch typisches technisches Netz, wie es aufgebaut ist. Ich habe im Prinzip hier zum Beispiel eine VPN-Umgebung, wo die ganze Telekommunikation und IP-Kommunikation drüber geht und muss auch sicherstellen, dass ich beispielsweise einen Backup-Plan habe für meine Kommunikation, beispielsweise über UMTS, um einzelne Anlagen im Bedarfsfall auch erreichen zu können, sollte dieser Knoten hier ausfallen. Das Problem ist, dass das UMTS über die gleiche Glasfaserinfrastruktur läuft wie das VPN. Ich denke, das ist meistens der Fall. Das stimmt auch. Nicht immer. Das heißt, nicht immer, ja, vollkommen richtig. Es gibt also Beispiel statt von einer Rechtfunkschnitt machen. Ja. Ja, wer leistet denn so? Das ist nicht nur beim Test. Ja, es ist nur als UMTS Alternative. Das Problem ist nur, dass man oft bei den Provider nachfragt, wo die Leitungen jetzt liegen und die wissen das selber gar nicht mehr. Das ist nicht mal ihre eigene Leitung, weil die ganze nämlich irgendwie im Crossover von anderen zubieten. Also auch wenn man das versucht zu analysieren und herauszufinden, ist das oft nicht möglich. Darum müssten Sie speziell sagen, okay, man hat die Möglichkeit Frechfunk und es kostet auch mal was. Vielleicht ist das halt gut, wenn die zum UMTS. Nur als Alternative. Ja, ja. Meistens reicht aber eine Richtantenne aus für UMTS, damit man einen weiter entfernten Sender ist, wo die Wahrscheinlichkeit schon recht gering ist, dass das der gleiche Leitung ist. Das ist immer mal bitte ein Spiel, ja, das man erhebt, aber da wird es ein bisschen noch Synergieeffekte mit dem Namen zusammen. Aber das ist ein Beispiel. Was man natürlich auch machen sollte, ist eben, dass man entsprechend dann nochmal eine Segmentierung durchführt auf Business-IT-Ebene. Dann die Netzwerkebene, wo das Management, also das Prozesssteuerungssystem, Verhaltensanalysesysteme, Arbeitsplanungssysteme und dergleichen. Und dann hat man das lokale Netz, das halt entsprechend für die Fertigung zuständig ist, wo man Teilbereiche nochmal einzeln segmentiert. Sollte ein Techniker mit Malware oder Schadsoftware kommen, dass er dann nur die Zone infiziert, wo er tätig war, nicht das komplette. Dann gibt es dann zum Beispiel noch die Empfehlung, einen eigenen Bereich, einen hochsicheren Bereich zu machen, der für lebenserhaltende Systeme in Bezug auf Mitarbeiterschutz zuständig ist. Sollte hier dann jemand sich verbinden wollen, dann gilt natürlich die Schutzanforderung, dieser Schutzbedarf, der muss dann für die komplette Verbindung im Prinzip sichergestellt werden. Wesentliche Themen bei der Betriebsführung, wie man sich stellen muss, was ist wie gesagt das Kerngeschäft, möchte ich mich mit Security auseinandersetzen oder mit der Produktion. Wenn ich Bereitschaftstruppen brauche, die bei Betriebsunterbrechungen eingreifen, dann müssen die in der Lage sein, das auch zu tun. Und die brauchen dann keine endlos langen Passwörter wissen, weil wenn sie die nicht haben, dann haben wir ein Problem. Das heißt, manchmal ist die Security oder hohe Security auf der untersten Ebene auch ein Nachteil.
Wenn man jetzt das Ganze absichern möchte und man schaut auf die Investitionskosten, das sind nur Beispiele hier, die versinnbildlichen sollen, dass wenn ich mehr in die Hardware investiere und sicherstelle, dass ich zum Beispiel auch die Hardware noch in 10 Jahren garantiert geliefert bekomme, dann muss ich weniger oft Hardwarekosten bei der einmaligen Anschaffung investieren und kann vielleicht auch einmal ein Security-Konzept überlegen und muss das nicht jedes Mal bei ändernder Hardware anpassen. Thema Fernwartung, das ist eine Zugangsmöglichkeit, die man im Worst-Case-Szenario benötigen wird. Man sollte sich darüber Gedanken machen, man sollte auch kommunizieren, dass es diese Möglichkeit gibt, aber dass diese Möglichkeit nur unter bestimmten Voraussetzungen anzuwenden sind und dass es nicht Usus wird. Somit kann man dann möglicherweise diese Wildwuchs-Hotspots oder früher Wildwuchs-Modems im Telekommunikationsnetz verhindern. Das ist das Wichtigste überhaupt, Hirn- und Hausverstand einsetzen, das gilt immer, nicht nur in dem Bereich. Das Ganze muss man sensibilisiert betrachten und auch sensibilisieren, mit dem richtigen Budget und der richtigen Verantwortung reingehen. Man muss auch die Verantwortung klären und man muss auch den Verantwortlichen sagen, dass sie dafür verantwortlich sind und was das heißen kann. 5 und 6 ist auch wichtig und ich sehe 6 fast als, also den Punkt 6 fast als wichtigsten, weil wenn ich nichts dokumentiert habe, woher soll ich denn dann wissen, ob die anderen Maßnahmen wie Backup und Recovery oder Segmentierung oder Anti-Malware-Schutz überhaupt funktionieren, weil wenn ich keine Dokumentation habe, dann kann ich es ja auch nicht prüfen, ob das das ist, was es eigentlich sein soll. Aber mein Job ist sicher. Guter Punkt. Der ist so lange sicher, bis ein Audit stattfindet, weil der Hersteller das so fordert und in dem Auditbericht drin steht, Audit? Die Betriebsführung ist nicht mehr gewährleistet, wenn der IT-Mitarbeiter das nicht dokumentiert hat. Wer macht das Audit? Beispielsweise ein Hersteller, wenn man Zulieferer ist. Wenn Sie sich quasi im Produktionsbetrieb. Rohbrüche verschieben. Wenn Sie vor Ort Ihr Chef sagt, sein administrativer Chef sagt, ich möchte mir nicht versichern lassen gegen Cyberrisiken. Die Versicherung beauftragt den Herrn Florian Bonner für einen Penetration Test. Ich stelle fest, dass der Administrator zwar gut ist, gut im Patchen und Entwicklung, aber nichts dokumentiert hat. Dann schaut es dann Sicherheitsprotokoll rein. Sie haben einen Administrator, der fickt ihn aus der Raum, hat nichts dokumentiert. So auf Deutsch schreien sich zum Administrator, weil es der bringt die Unternehmen um. Man muss die Frage stellen, ist es deswegen, weil er einen Job sichern möchte, oder ist es deswegen, weil ihm keine Mittel zur Verfügung gestellt werden? Genau, ja. Aber auf jeden Fall kann man trotzdem hier den Administrator nicht rechnen. Ja, das Ganze ist auch nochmal wichtig, dass man von Anfang an den Gedanken der Sicherheit berücksichtigt und die Komplexität so weit wie möglich reduziert, Dinge einfach hält, weil einfache Dinge sind besser abzusichern als komplexe. Das ist noch der Nachtrag zum Vortrag von Herbert zum Thema IoT-Hacking. Das Video zeigt in 45 Minuten, wie man mehr als 20 Devices erfolgreich angreift, aufgrund der verschiedenen Zeit. Darf man das dann zu Hause ansehen. Wichtiger Punkt, wir haben nur begrenzte Mittel. Im Vergleich zum Angreifer hat er immer mehr. Und das Ganze kann nur dann funktionieren, wenn man einen Prozess hat, der abgestimmt ist und die Leute miteinander reden. Und man soll einfach auf Bewährtes setzen, aber das vielleicht nicht immer 1:1 annehmen. Gut, dann haben wir schon sehr überzogen, glaube ich. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir haben noch Zeit für Fragen. Sehr gut, bitte schön. Während der ICS eigentlich auch forensische Dienste bereits eingesetzt, so wie bei welchem Zentrum um zu schauen. Jetzt habe ich 5 Jahre aufgezeichnet, was in den Netzwerk abspielt und wenn es eine Anormalität gibt, zum Beispiel, dass um 3 Uhr früh normalerweise niemand in dem System was macht und dann passiert es, das zu isolieren. Oder also in der Finanzbranche findet es statt, dass dort im Produktionsnetz, wo halt Bankomaten und dergleichen sind, derartige Schritte durchgeführt werden, und zwar nicht alle 5 Jahre, sondern spontan, also konstant. Ja. Ja. Das heißt auch in Realtime, das geht so weit, dass die wissen,
wenn jemand die Klappe öffnet, aber sich vorher nicht angemeldet hat. Und dann geht ein Alarm los. Das hängt aber wirklich vom Unternehmen ab. Da muss ich einfach die Frage stellen, können und wollen Sie sich eine Big Data, falls ich Passwortlösung anschaffen, um dort halt Analysen zu machen, weil man weiß erst dann, was man sucht, wenn man es gefunden hat. Das ist halt meistens das Problem. Ich muss aufpassen, dass die Anschlussmaßnahmen erstens die Vergleiche sind. So, Wirtscanner kann man super mit das definieren. Aber man kann es genau vom Rechner machen. Ich muss aufpassen, jeder Maßnahme muss einen Hinten losgehen. Das kann man auch bei einem Hinten-Chef losgehen. Außer bei einer Schlüsselbank sind wir nicht. Das Problem ist, dass der Angreifer kreativ ist, innovativ ist und sich Dinge überlegt, und die sie noch nicht gedacht haben. Und sie merken die Dinge erst, nachdem sie es getan haben. Na gut, dann darf ich mir das zeigen. Wenn wir noch auf. Und da war das System zusammen. Wenn man Glück hat, dass man die PayPal, die haben ja 50 Millionen Dollar verloren am großen Ecke, die sind die Waffen noch viel geworden. Es gibt als Beispiel das andere, die ist das Ding am Ende. Ja, das ist ein